Hallo, mein Name ist Sebastian Wallroth und ich zeige, wie man auf Wikimedia Commons mitmachen kann. Heute will ich zeigen, wie man mit Hilfe des Crop-Tools aus einem großen Bild mehrere kleinere Bilder extrahieren kann. Um auf Wikimedia Commons zu arbeiten, muss man ein bisschen Englisch können und man muss sich einen Account anlegen. Man kann auch ohne Account arbeiten, aber das ist deutlich schwieriger. Account anlegen kostet nichts, geht schnell und es ist völlig unverbindlich. Ich habe schon einen Account, den benutze ich jetzt. Ich logge mich ein auf Wikimedia Commons. So, und um das Tool zu benutzen, muss man es erst aktivieren. Ich habe meinen Account zurückgesetzt auf die Standardeinstellungen und werde jetzt das Tool aktivieren. Dazu klicke ich oben auf Einstellungen, gehe auf den Reiter Helferlein. Und in dem Abschnitt Benutzeroberfläche, Bearbeiten, Hochladen gibt es das Crop-Tool. Jetzt muss man noch ganz nach unten scrollen und auf Einstellungen speichern klicken, damit es auch umgesetzt wird. Und jetzt sagt er mir, dass die Einstellungen gespeichert wurden. Um Bilder zu finden, die ausgeschnitten werden sollen, muss man sich keine große Mühe machen. Das haben andere bereits erledigt. Vieltausendfach, sag ich mal. Und zwar setzt man dazu einen Baustein in die Dateiseite rein, wenn man das Bild hochlädt oder wenn man drüber stolpert, so, dann setzt man einfach den Baustein und dann wird die Datei automatisch in eine Kategorie einsortiert. Ich habe jetzt den genauen Namen nicht im Kopf, aber es gibt eine Hauptkategorie, wo alle Dateien drin sind, die irgendwie überarbeitet werden sollen. Die finde ich ganz leicht. Ich gehe rechts oben auf Suche und gebe ein Kategorie. Ihr seht schon, ein bisschen Englisch braucht man. Und der Kategoriename beginnt mit Commons Media Maintenance. Wie ihr seht, gibt es hier eine Autovervollständigung. Darum muss ich jetzt hier bloß noch draufklicken. Und in dem Ordner Commons Media Maintenance gibt es einen Unterordner Media for Cleanup. In dem gibt es wieder einen Unterordner Images for Cleanup. Und hier finden wir jetzt den Unterordner Images Requiring Extraction, also Bilder, die extrahiert werden sollen. Ich hätte die Kategorie auch finden können, wenn ich den Namen schon wüsste, indem ich einfach hier oben Kategorie Images Requiring Extraction eingebe. Lande ich auch hier. Wenn ihr den öfter aufsuchen wollt, setzt euch am besten Lesezeichen im Browser oder auf eurer Benutzerseite. So, dann schauen wir mal rein. Hier gibt es 1227 Dateien, also noch genug zu tun. Und es gibt auch noch ein paar Ordner hier, an denen die man reinschauen kann. So, hier ist auch das dargestellt. Und zwar, es gibt das erst vorhandene Bild, ist ein Albumblatt mit 9 Porträts. Und bei der Extraktion soll das originale Bild erhalten bleiben und es sollen 9 zusätzliche Bilder entstehen, die jeweils das Einzelporträt enthalten. So, und das machen wir mit dem Crop-Tool. Dazu gucken wir uns mal die Bilder an. Ich möchte gern, also hier könnte man 2 Bilder ausschneiden. Wahrscheinlich muss man die noch ein bisschen drehen. Hier soll wahrscheinlich nur der Mann ausgeschnitten werden. Das ginge nicht mit dem Crop-Tool. So, ich suche mal ein Bild, was mir einfach erscheint. Hier zum Beispiel die ganzen Icons, das wäre ziemlich viel. Hier die Pflanzen sollten irgendwie separiert werden. Das ist mir ein bisschen zu aufwendig. Ah, hier unten. Hier unten ist ein Bild mit 3 Lampen. Sehr gut. Die sind schön rechteckig, da geht es schön leicht. Ah, und hier hat jemand hier unten mit diesem Notiz hinzufügen Tool. So. Abbrechen mache ich mal. Notizen hinzugefügt und die 3 Bilder beschriftet, nämlich Hand Lantern, Hall Lantern und Ship Lantern. Gut, jetzt fange ich mal mit dem Bild an, das zu extrahieren. Hand Lantern 1800. Bildbeschreibung sehen wir hier den Baustein. Hier eine ziemlich ausführliche Beschreibung, aus welchem Buch das ist und so weiter. Okay. Das Tool, was ich vorhin in den Einstellungen angeschaltet habe, das Crop Tool, nistet sich hier ein. Und dieser Link Werkzeuge erscheint immer auf Bilderseiten dann. Ne? Okay, da muss ich jetzt draufklicken. Und dann muss ich dem Crop-Tool erlauben, in meinem Namen auf die Datei zuzugreifen. Also sage ich Connect.
Er schreibt mir auch noch mal, was er dann machen will, mit den Seiten interagieren und mit Medien interagieren, das erlaube ich. Jetzt hat er das Bild aufgerufen und hat hier so einen blauen Rahmen. Das wird das, was ausgeschnitten werden wird. Okay, dann setze ich das mal hier und hier. Okay, eine Einstellung habt ihr gesehen, dass das hier mitläuft, die Zahlen. Also die linke obere Ecke ist 2233 und die breite ist die rechte untere Ecke. Das Aspect Ratio ist das Verhältnis von der Breite zur Höhe. Free, also frei, bedeutet, dass ich es irgendwie setzen kann. Wenn ich Keep sage, dann wird er immer dasselbe Verhältnis beibehalten wie vom Originalbild. Und bei Custom kann ich es irgendwie setzen. Nee, da kann ich hier festlegen, hier ist 16 zu 9, das wird immer 16 zu 9 sein. Ich kann auch 4 zu 3 wählen oder 1 zu 1, um ein Quadrat hinzukriegen. Okay, ich will es aber frei festlegen, also gehe ich hier wieder hoch, zack, die Bohne, da, und hier, boah, sehr gut. Gut, und dann gibt es noch zwei Crop-Methoden, das muss ich noch näher erklären. Das eine ist präzise und das andere ist lossless. Präzise heißt, dass er genau da, wo ich diese Ecken gesetzt habe, das gefällt mir nicht besser, dass er genau da ausschneidet, aber er wird die Bildqualität ein wenig verändern. Nicht so stark, dass man es wirklich sehen würde, und bei der Bildqualität spielt es auch keine Rolle. Hier gibt es noch eine Funktion lossless. Das wäre natürlich super, wenn jedes einzelne Pixel so bleiben würde, wie es ist, aber er braucht, wie man hier auch geschrieben wird, 8x8 oder 16x16 Pixel große Blöcke an den Ecken. Und das würde dazu führen, dass ich den Bildausschnitt viel kleiner setzen müsste, damit es funktioniert. Also ich müsste ein bisschen rumprobieren, bis ich es richtig finde, aber ich müsste den Bildausschnitt eben deutlich verändern und das will ich nicht. Kann jemand anderes anderer Meinung sein, aber bei dieser Bildqualität, wie gesagt, spielt das keine Rolle. Okay. Jetzt habe ich das auf freies Aspektratio Precise Mode geklickt und jetzt gucke ich mir mal in der Vorschau an, wie das aussehen würde. Ich finde, dass hier rechts noch ein schwarzer Rand ist. Das müsste wieder weg. Da gehe ich zurück und gehe ein bisschen nach links. Okay, Preview. Besser. Okay, was man hier noch einstellen kann, ist, dass er das Ausgeschnittene als neue Datei speichert oder dass er die bestehende Datei überschreibt. Aber wir wollen es ja als neue Datei haben. Also lassen wir das so. Und hier hat er den originalen Dateinamen und hat noch cropped reingeschrieben. Ich würde das jetzt hier ändern in Hand Lantern 1800, so wie es in der Notiz beschrieben war. So, und er fügt automatisch so ein Upload-Comment ein, also diese Betreffzeile, wenn man etwas hochlädt. Okay, er wird also eine neue Datei anlegen, die wird diesen Namen haben. Ja, das mache ich jetzt mit Upload. So, hat das Bild erfolgreich hochgeladen und ich kann mir das Ergebnis ansehen. Ist ein neues Bild entstanden. Aber er hat natürlich noch viel mehr gemacht. Er hat hier reingeschrieben, das ist noch der Baustein aus der Originalseite, das muss ich gleich noch entfernen, aber er hat die Beschreibung komplett übernommen. Und er hat reingeschrieben, dass es ein Ausschnitt aus einer anderen Datei, nämlich dieser Datei ist. Sonst hat er auch die Lizenz übernommen, die bleibt ja auch gleich. Gut, jetzt muss ich diesen Baustein aus dieser Datei noch entfernen. Gehe ich also auf Bearbeiten. Und entferne den Baustein, indem ich dieses Extract Image in den zwei geschleiften Klammern ausschneide. Mache ich nur eine kurze Bemerkung, dass ich das da rausgenommen habe. Und Änderung veröffentlichen. Und jetzt ist dieser Baustein weg. Okay, jetzt gucken wir uns noch das Originalbild ein, was sich da verändert hat. Wenn sich da was verändert hat. Müsste aber, genau, er hat unter andere Versionen reingeschrieben, dass es einen Bildausschnitt gibt. Der ist jetzt hier. Und das war's schon. Jetzt kann man noch die beiden anderen Bilder nacheinander ausschneiden, jeweils immer den Baustein noch entfernen und dann beim Originalbild das
den Baustein entfernen und dann ist man fertig. Ist das nicht super? Ja. Ciao.